Das folgende Unboxing wird euch präsentiert von Jabon.com. Hey YouTube, ich bin's der Tim von den Tech-Profis und das hier ist ein Unboxing. Und das Ganze ist noch einmal verpackt. Und da drin befindet sich das Jabon Icon. Das ist ein Bluetooth-Headset, was ihr nicht nur mit dem iPhone, sondern auch mit anderen Mobilfunkgeräten benutzen könnt. Und weiter geht's im Unboxing/Review. Die Verpackung des Jabon Icon ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. An der Seite habt ihr zwei Plastiklaschen, die ihr zuerst abziehen müsst, um dann das Innere herausziehen zu können. Ihr seht die unterschiedlichen In-Ear-Aufsätze und einen Bügel verschiedenen Größen und dann gibt es noch zwei Laschen, die man zur Seite ziehen kann, um dann ans Headset selber heranzukommen. Das Headset ist sehr schön von den Abmessungen her. Wir haben eine Länge von 4,5 cm, eine Breite von ca. 1,9. Wir haben eine Höhe von 2 cm und ein Gewicht von 8 Gramm, was wirklich sehr leicht ist und auch auf Dauer angenehm zu tragen ist. Die Stromversorgung, also durch den internen Akku, beträgt 4,5 Stunden bei Sprechzeit und bis zu 10 Tagen bei Standby. Innen drin ist ein integrierter Lithium-Ionen-Polymer-Akku und das Ganze kann man über USB oder am 220 Volt Netz aufladen. Ein paar schöne Features des Jabon Icons sind das Noise Cancelling, das heißt die Umgebungsgeräusche werden herausgefiltert. Außerdem wird Version 2.1 von Bluetooth unterstützt und ihr habt die Möglichkeit bis zu 10 Meter von eurem Telefon wegzugehen und trotzdem noch zu sprechen. Kompatibel ist das Ganze mit Mac OS X, Windows Vista, Windows XP und Windows 7. Außerdem ist die Verpackung 100% recycelbar, was ich doch sehr schön finde. Ihr seht mich gerade im Video, wie ich probiere, das Netzteil zusammenzubauen. Der Stecker ist abnehmbar, das Ganze lässt sich dadurch kleiner zusammenbauen. Der Klickmechanismus für den Stecker habe ich jedoch erst einmal benutzt. Daran seht ihr, dass man noch den USB-Stecker in dieses Netzteil hineinsteckt und daran dann das Jabon Icon Bluetooth Headset anschließen kann zum Laden. Ladezeit ist ungefähr eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Ich weiß es gar nicht genau. Also ich habe es einfach angeschlossen und es ist bisher noch nicht wieder leer. Das Schöne ist an diesem Headset, dass man nicht nur den normalen In-Ear-Stecker hat, den ihr da seht, oder beziehungsweise einen Bügel und eine passgenaue In-Ear-Lösung, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, spezielle In-Ear-Sätze zu benutzen, die wirklich sehr, sehr gut passen und man dann den Bügel nicht mehr braucht. Das war das Unboxing zum Icon Bluetooth Headset von Jabon. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch einfach mal auf www.jabon.com vorbei und shoppt es euch.